Also, liebe Leute, und willkommen zu einem etwas anderen Video. Und zwar hat vor nicht allzu langer Zeit ein YouTuber namens Arazul HD ein Video gegen mich veröffentlicht, ja, wo er irgendwie so eine hässliche Figur gebaut hat, keine Ahnung, und hat da oben drauf meinen Kopf gesetzt und sowas, was total bescheuert aussah. Ich würde mal sagen, der gute alte Lars sieht ja schon mal ganz gut aus. Ihr könnt ihm ja schon mal einen Computer-Head da ranmachen. Das ist Lars oder so. Ja, ich weiß, jetzt werden einige Leute sagen so, Lars, du hast auch ein Video gegen ihn gemacht und sowas, das ist doch nur gerechtfertigt, dass er das machen darf und so bla bla bla, aber ich lasse das nicht auf mir sitzen, Leute. Und deswegen dachte ich mir, wir werden ihn heute ein bisschen zurückärgern und sowas. Und wie ihr sehen könnt, ich bin hier gerade in Photoshop drin, liebe Leute. Bevor ich das Video jetzt anfange, möchte ich nochmal sagen, ich habe kein Problem mit Roman oder sowas, also nicht denken, dass da irgendwie Streitigkeiten oder sowas entstanden sind oder irgendwie sowas. Nein, bei uns ist alles cool, das möchte ich nochmal kurz erwähnen und sowas, weil da kommen dann einige Gerüchte auf und sowas. Nein, es ist alles in Ordnung, wir haben keinen Streit, das dient alles nur lediglich zur Unterhaltung und ich mache mich ein bisschen lustig über Roman, weil er sich auch lustig über mich macht. Und jetzt haltet euch fest, Leute, wir sind hier heute in Photoshop gelandet und jetzt werden sich einige Leute denken so, oh nein, was hat er nur vor mit Roman? Was hat er denn nur vor mit Roman? Das ist das Bild, was wir heute ein bisschen verzaubern werden, sage ich jetzt einfach mal. Bevor wir jetzt richtig loslegen, müssen wir jetzt hier erst nochmal einen Hintergrund raussuchen bei Google. Moment mal, hier brauchen wir jetzt erstmal den Hintergrund. Ganz klassisch nehmen wir natürlich die Hölle, ja, wo Roman natürlich herkommt. Der ist nämlich ein kleines Teufelchen, ne? So, jetzt suchen wir erstmal das hier raus. Zack, dann machen wir hier mal das als Hintergrund rein. Und jetzt kommt das wichtigste Detail von allem. Und zwar brauchen wir hier dieses wunderschöne Bild von dem lieben Roman. Zack. Das werden wir jetzt hier einfach mal einfügen und so. Und werden ihn dann mal ein bisschen präparieren, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Moment, jetzt muss ich hier das ein bisschen größer ziehen. So, genau. Jetzt machen wir erstmal hier diesen Hintergrund weg, weil der Roman ist ja nicht irgendwie in irgendeinem weißen Studio, sondern er ist ja wirklich auch in der Hölle. Ja, ich weiß, Leute, meine Photoshop-Skills sind jetzt nicht die allerbesten, aber es reicht auf jeden Fall aus, um Roman ein bisschen zu ärgern. Und es sieht auch schon mal wirklich, es sieht gerade so richtig mächtig aus, aber das wollen wir nicht. Wir wollen, dass Roman lächerlich aussieht. Wir wollen uns ein bisschen lustig über ihn machen und deswegen werden wir jetzt hier auf Verflüssigen gehen. Wenn wir jetzt hier erstmal ranzoomen auf den, nein, nicht so weit, geht zurück. Was zur Hölle tue ich hier gerade? Nein, das ist auch ein bisschen zu nah, zack, zu weit weg, meine ich. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt müssen wir mal die Pinselgröße ein bisschen kleiner machen und werden ihn dann... So, ja, Roman sieht jetzt noch so recht nett aus. Ja, aber das wollen wir nicht. Wir wollen, dass Roman ein bisschen fies guckt. Deswegen machen wir mal seine Augenbrauen einfach mal so nach hier oben und ganz dünn. Was zur Hölle? Ich glaube es nicht. Was zur Hölle? Nein. Alter, seine Augenbrauen ist so richtig dünn. Es ist so... Sollen wir das so lassen? Das sieht ja... Oh, ach du Heilige. Alter, das sieht... Oh nein, sein Auge, Moment mal. So, wir machen das nochmal ein bisschen besser. Nein, so nicht. So, zack, wir müssen irgendwie... Ich glaube, wir machen den Pinsel doch mal ein bisschen größer. So, das muss halt auch wirklich schön aussehen, damit der Roman sich freut. So, das ist doch schon viel, viel besser. So, zack, das Auge darf sich auch nicht wirklich verziehen. Ja, so sieht er doch schon mal ein bisschen fieser aus und ein bisschen diabolischer, sag ich mal. So, dann lassen wir hier noch sein Lachen ein bisschen breiter machen. Oh, das sieht richtig böse aus. So. Nee, er soll böse gucken, er soll grimmig gucken, so, ich bin böse, ich bin ein böser Roman. So, zack, dann machen wir mal sein Auge noch ein bisschen angeglichener. Ja, doch, das kann man eigentlich jetzt vorerst mal, oh mein Gott, das kann, oh mein Gott, ach du Heiliger. Oh mein Gott, das sieht richtig gruselig aus, Leute. So, wir nehmen das Teil jetzt mal hier so als sein Zepter, das ist nämlich sein Höllenzepter. Moment, so, hier... So, zack, dann machen wir... Nee, warte mal, das ist falsch. Wir brauchen die komplette hier. So, dann fügen wir mal dieses Zepter hier ein für Roman. Das ist nämlich sein Höllenzepter, mit dem er hier seine Untertanen und sowas regiert und so weiter und so fort. So, zack, dann müssen wir das hier mal so. Sieht doch schon mal richtig realistisch aus, würde ich mal sagen. Also da merke ich kaum einen Unterschied zu dem echten Roman, ja. Sieht doch wirklich... sehr realistisch aus. Wartet mal, was fehlt noch? Denn was sind die perfekten Hörner für Roman? Was sind die perfekten Hörner? Ja, ich würde mal sagen, meine Wahl fällt einfach auf die hier. Die sehen ganz schlicht und ergreifend normal oder ganz, ganz easy aus. Moment, dann fügen wir die jetzt einfach mal hier so rein. So. Da sieht doch Roman schon gleich viel normaler aus, wenn er diese Dinge trägt. Hier, guckt euch das an. What the holy capoli shrub. So, jetzt die Hörner noch irgendwie so richtig versetzt. So, das ist das eine hier. So. Oh mein Gott, das sieht so gruselig aus, Mann. Alter, WTF. Ist das so richtig? Roman, der Fürst der Finsternis, der Fürst der Unterwelt. So sieht das aus gerade.
WTF. Alter, ich wollte Roman halt wirklich in seine richtige Gestalt zurückverwandeln. Wir brauchen noch irgendwie einen Schwanz, genau. Perfekt. Das Ding ist perfekt. So, das Ding ziehen wir jetzt auch mal. So, Moment, rübergezogen. Zack, so. Dann ziehen wir jetzt hier das rein. Zack, dann kopieren wir das hier. Oh mein Gott. Alter. Alter, das ist ja so... Das sieht so echt aus. Warte mal, dann müssen wir dann mal so ein bisschen... Was, Alter? Ja, so vielleicht. Vielleicht kann man den Schwanz auch noch so unter ihn legen. Moment, so. So, das ist so shit. Alter, was zur Hölle? Im wahrsten Sinne des Wortes, was zur Hölle, ne? Wir brauchen noch irgendwie eine Art Bart oder sowas für ihn, weil der Teufel hat ja auch hier so... Hat ja auch so einen komischen Bart, keine Ahnung. Also nicht so wie ich, sondern hier so ein länglicher Bart, keine Ahnung. Oder so, keine Ahnung. Ihr werdet es jetzt sehen. So, dann brauchen wir jetzt hier den Buntstift. Zack, dann nehmen wir das schwärzeste Schwarz, was geht. Und dann machen wir dem hier nochmal so einen fiesen Bart. Und dann hier nochmal so. Guck mal. Alter, das ist so billig gemacht. Alter. What the fuck? Er sieht so... Was zur Hölle soll das sein? Was zur Hölle? Ach du Heilige. So, dann haben wir jetzt hier nochmal Roman seinen Kopf ein bisschen besser ausgeschnitten, damit das Ganze hier nochmal so ein bisschen realistischer wirkt. Da spießt er einfach seinen eigenen Kopf auf. Das sieht auch schon mal richtig gut aus. Oh nein, warum hast du mich aufgespießt? Warum tust du sowas mit mir, Lars? Na, er muss noch trauriger aussehen. Ja, doch. Und dann die Augen auch nochmal so ein bisschen so... wieso tust du so etwas? Zack. Oh mein Gott, was zum... Was soll das denn bitte darstellen? Er sieht so... Oh mein Gott, das ist der Devil. Das, liebe Leute, ist Roman sein wirkliches Bild, wie ich zu Anfang gesagt habe. Ja, also Roman ist in Wirklichkeit der Teufel, so ein kleiner Satansbraten ist Roman. Und er hat seinen eigenen Kopf irgendwie aufgespießt und sein Kopf sieht so ultra gruselig aus. Das ist wirklich sehr, sehr verstörend. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne eine positive Bewertung da lassen. Das würde mich sehr freuen. So, und ich hoffe mal, Roman, du hast jetzt auch dieses Mal aus deiner Lektion gelernt, dass du dich nicht mit mir anlegen solltest, weil sonst passiert nämlich so etwas. Dann zeige ich jedem, wie du in Wirklichkeit aussiehst, ja, du kleiner Satansbraten, du. Und Leute, nehmt's mit Humor. Das ist alles nur Spaß und sowas. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne eine positive Bewertung da lassen. Das würde mich sehr freuen und ich hoffe, wir sehen uns auch bei dem nächsten Video. Und bis dahin, ciao.